Okay, der ist doch noch da. Angekämpft habe ich mit dem Typ da unten auch noch nicht. Oh, your divinity, have mercy and grant me forgiveness. The road is yet long, a god is not easy. Okay, doch, dieser Schmied ist gemeint. But one day without fail you will have your wish. So please grant me forgiveness, Queen Marika. Okay. You, is it? I didn't notice you there. I'll be doing my job, same as ever. Just lay out your arms. Okay, übergebete. Those words were not meant for you. I may be prisoner to you, tarnished lot. But my prayers are mine, and mine alone. Well, I've had my say. I'll be more careful too. Okay, oder doch nicht derjenige. Das hätte mir ja sagen können, wir kommen vom Halbwolf. Doch, ich dunkel Schmiedestein. Oh. Das auf 161 hoch. Mal machen. Was nichts könnte ich eh nicht machen. Erstens keine Seen und zweitens fehlt mir noch Dunkelschmiedestein Stufe 3 einer. Dann wäre ich ungefähr da, wo ich jetzt bin. Also es ist 181 plus 61. Also wäre ich bei 142 und so bin ich bei 158. War kein Passiveffekt. Ich könnte noch eins mehr machen, dann wäre ich halt deutlich besser gewesen. Ne? Aber vielleicht finde ich ja einen Dunkelschmiedestein Stufe 3, dann wäre das auf jeden Fall das Richtige. Okay, das war anscheinend doch nicht der Schmied, den er meinte. Aber wir hatten ja jetzt ja noch ein Siegel offen, ne? Okay, das ist ja trotzdem noch da. Und dann möchte man das mal versuchen. Ich glaube, das jetzt auch, wenn wir Schaden gemacht gegen den Bluthund. Hatte ich so gar nicht gedacht. Was hat mir das schon gleich mit dem mit der goldenen Saat, also mit den Flaschen angeguckt, ob ich wieder eine Ladung mehr machen kann. Ich vergesse das jedes Mal. Bloß wenn ich da drauf gehe, ist mir ärgerlich. Ich muss mal so weit hin laufen. Oder nicht? Nee, muss ich eigentlich gar nicht. Ne? Ich habe schon diese Statue aktiviert, dass ich hier wiederbelebt werde. Ist der hier schon mal drin? Ne? Ich glaube nicht, ne? Jetzt, ob ich das gerade sehe. Hier so eine Statue, die ich gerade meine. Sehe ich jetzt nicht, aber man müsste eigentlich da sein. Okay, ich gehe noch kurz hier runter. Bist du der Einzige? Wilson. Okay, ist nicht viel, aber vielleicht gibt's da was Gutes. Was gibt's hier eine Truhe? Das wäre der Talisman. Okay, wir haben einen Talisman mit, oder? Ich sollte, wie sagt man, die Karte genauer gucken, ob man hier irgendwelche Ruinen sieht oder so.
sagt, er hat ja das Beispiel hier gehabt. Hier ist irgendwas. Und wird halt nicht angezeigt, dass irgendwas ist oder so. Oder das hier. Hier kriegt man wahrscheinlich die Karte für das Gebiet. Nee, da unten war das. Ja, was das Kreis, der Kreis bedeuten soll. Hier für den Teil. So. Weitschuss-Talisman. Wahrscheinlich mit Bogen, dass wir mehr Reichweite haben oder so, ne? Ist ja gerade nicht so interessant. Okay, dann gehen wir mal zu diesem Siegelgefängnis. Da kriege ich wahrscheinlich keine Hilfe diesmal, ne? Wahrscheinlich auch keine Würfe, die ich benutzen kann. Wir gucken mal. Ja. Okay, sieht nicht so aus. Dann komm mal her, schmilzt die Gewitter. Gutes Stück haben wir schon geschafft. Boah, schade. Mein Schwert wäre einen Zentimeter länger gewesen. Die Hälfte geschafft, du hast schon viele Tränke jetzt verbraucht. Alles mit dem Chef ist jetzt unfair. Du hast jetzt nach seiner Kumo nochmal. Genau das meinte ich. Dann kannst du das nicht wirklich abblocken. Ne? Ja. Soll ich nicht so treffen? Ich werde nächstes Mal mit Schaden rechnen. Zumindest ich diese Rollattacke mache. Moment, glauben. Das meine ich. Ach, war diesmal schneller. Ah, okay, da kam nichts. Aua. Ich mich mal wieder heilen. Mist. Ich habe auch nur noch einen Trank, ne? Ich habe mir mal was einfallen lassen. Mist. Okay, so könnte ich auch noch mal einiges aushalten.
ich einfach seinen Schwanz blocke. Okay, da wollte ich fast zu viel, aber es war gut. Okay, ganz schön Reichweite, ne? Nein. Ich habe mich ja nicht mal von seinem Schwanz eigentlich treffen lassen. Ja, würde ich sagen, ja. Ich könnte ihn schaffen. Wenn man weiß, wie hat nicht gefehlt. Genau, Marika 2, das wird eigentlich jetzt direkt vor seiner Tür sein. Gehe ich mir doch den einen Trank auf, wenn ich schon mal eine Verletzung habe, dann irgendwo dann auch gefehlt, ne? So ein, zwei Stiege haben gefehlt, dann wäre weg gewesen. Ja. Komm, den schaffen wir dann, glaube ich. Der war ja quasi schon tot gewesen. Schweif, ne? Dann der Attacke durchbricht dann schon meine Panzerung. Das war knapp. Das war doof, muss ich gleich zwei Tränke auf einmal nehmen. Ach, was mach ich denn jetzt hier? Bleib mir nochmal weg, ja. Danke. Hätte ich ihn schlagen können, da habe ich mich nicht getroffen. Den alten Trick reingefallen. Okay, seine Flügelattacke kann ich eigentlich einfach blocken. Der kam aber sehr verspätet. Ich habe noch 5 Tränke. Also noch alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Okay, da kommt kein Schwein. Die Kombo weiche ich erstmal aus, wenn er mit zwei Händen hier schlägt. Mist. Nein.
jeden Fall nochmal heilen, dann brauche ich ein bisschen Abstand. Ah, noch 3 Tränke. Boah. Es ging weit. Was hat der für eine Reichweite? Irgendwie ziemlich oft mal. Hier noch 2 Tränke. Ah, Mist. Ah, ich bin ja wieder so knapp. Das war jetzt irgendwie doof. Irgendwie auch ärgerlich. Okay, nochmal. Alle guten Dinge sind da 3. Das war so ärgerlich. Er ist eigentlich machbar. So schnell ist er gar nicht. Sagt er und stirbt schon 2-mal. Da würde ich eigentlich zuschlagen. Aber ich habe ihn auch getroffen anscheinend. Diese Attacke geht immer aus dem Weg. Okay, der ging daneben. Vielleicht macht er dann übelst an. Diesmal nicht die Echsenschwanz, okay. Schweißschlag. Dann wollte ich wieder zu viel. Okay, jetzt sollte ich lieber mal aufpassen. Ach, Mist. Mal aufpassen. Ah, kein Schweifschlag? Okay. Okay, macht er gleich einen Engel. Da kommt es einfach, dass er einen Schweifschlag macht. Aber gerade ziemlich auf den Engel. Kann man 7 Tränke alles tun. Okay, kein Schweißschlag. Aber jetzt wahrscheinlich nicht, das macht Engel. Oh. Gute Schildattacke.
Ich hab ihn auch getroffen. Ach Mist. Bleib mir fern. Böser. Das macht doch wahrscheinlich einen Schweif, oder? Nächsten Schweifschlag sollte ich mich mal heilen. Oh, schnellig. Ich habe nicht getroffen. Schade. Aber er mich. Noch mal Engel. Ah. Oh, nur diese blöde Attacke. Mich lieber noch mal, oder? Sicher. Ne? Und jetzt hat er einen weiten Weg. Okay, dann mir noch wieder passt. Kegel und Schweif. Komm, ich geh noch einmal sicher. Ah, geschafft. Aspekt des Schmitztiegels Schweif. Ah, können wir jetzt auch diesen Schweif machen? Ist ja jetzt irgendwie auch so eine Art. Du hast so ein Talent für die Waffen dann, ne? Ich hab 2, ich glaube, ich brauchte 3, ne? Genau, die muss ich noch irgendwie aktivieren. Ah, für Gönner der Halbgötter. Okay, die hatten wir ja von bekommen, die goldene Nadel, ne? Das ist ein Wunder. Ist kein Wunder. Wo ist jetzt das, was wir aufgesammelt haben? Das soll eigentlich hier drin sein. Scheint nicht. Ob das Symbol achten soll, ne? Hier ist der Stab. Beide Schilder. Ich glaube nicht, dass es irgendwie ein Ausrüstungsgegenstand ist, oder? Ich will aber den Talisman. Achso, das hatten wir auch von Arsenal Talisman. Ausrüstungsgewicht erhöht sich. Das ist auch nice. Was sind das, was ich jetzt bekommen habe mit dem Schweif? Ich habe das einmal durchgeguckt, da habe ich irgendwie übersehen. Das war ein Gürtel. Ah, da war es gerade. Hier. Ah, ist doch ein Wunder. Okay.
hat ihn auch geschafft. Nächste Siegelfings war ja da oben. Ich habe allgemein auch noch gar nicht die Karte, ne? Genau, jetzt würde ich einmal mir den Ort angucken wollen. Ich bin da ein bisschen lang. Dann nehme ich das hier. Kann man da so lang reiten, ne? Aber Ausrüstungsgewicht ist auch nice. Ich brauche irgendwie viel mehr Talismanplätze, glaube ich. Scheint erstmal hier runter, ne? Bis ich nicht so hoch bin. Das ist ein Ort der Gnade. Den habe ich zum Beispiel noch gar nicht. Aber wenn es wirklich ist, irgendwo runter zu gehen, dann sollte das wohl hier funktionieren. So eine Sperre. Und so ein Ekelwolf. Bisschen Blut. Der denn her? Wilson. Warum ist auch Blut? Da muss das ja auch gar nicht angeguckt. Das ist noch so ein etwas größerer Ritter, ne? Von Godric. So. Aber wie kommt man da hoch? War auf jeden Fall noch Loot. Da oben. Da muss ich von da oben so runterspringen. An der Klippe. Kann ich mir schon eher vorstellen. Okay, dann können wir das jetzt wohl nicht machen. Bisschen Dreieckschild. Jetzt habe ich den Ritter gepoolt. Och Gott. Wirklich jetzt easy. Na komm, dann machen wir die hier doch schnell alle mit. Und da auch. So, noch irgendjemand? Noch Kampfmusik. Scheint er besseres Fleisch oder scheint er gerade? Okay, dann wollte ich hier. Ah, das ist wieder so eine Schachtel, ne? Da komme ich jetzt nicht hoch, ne? Okay, ich höre irgendwie einen Riesen. Mehrere. Oh, mehrere Wesen. Ah, das ist hier, okay. Wollte ich nochmal hier hoch? In der Statue, ne? Da passiert nichts. Kann ich die sonst nicht mehr aktivieren? Oder geht die nicht mehr, weil ich die Höhle gefunden habe? So, ups, Entschuldigung. Bin ich gegen das Mikro gehauen. Entschuldigung. Ich hatte hier noch einen aktiv, die zeigen nämlich an, wo versteckte Höhlen sind. Und da, wo ich gerade bin, hat wahrscheinlich so den hier gezeigt, ne? Also muss der hier noch irgendwo zu einem anderen zeigen, den ich anscheinend noch nicht gefunden habe.